Willkommen zu einer neuen Runde Dota 2. Jetzt geht's hier los. Der Sound müsste funktionieren, das Mikro müsste an sein. Und wir gucken nochmal, ob eine Quest ganz besonders toll passt. Solar Quest gegen das Team gar nicht so wichtig. Magic Damage gegen Void ist ganz gut. Gegen den Rest ist es nie so doll. Gucken wir mal, ob noch irgendwas anderes super ist. Hier für den Alchemist. Alchemist auf Dire-Seite. Spiel ihn lieber auf Radiant, weil man leichter zu dem Camp hier kommt, das selber stacken und farmen kann. Aber, mein Gott, geht schon auch. Echo-Saber will ich auch nicht bauen. Lifesteal auch nicht. Irgendwie gibt es keine guten Questas für meinen Alchemista. Was ist da denn los? In der Mitte werde ich höchstwahrscheinlich gegen den Magnus spielen. Aha. Dann spielen wir in der Mitte gegen den Magnus. So, ich möchte einen Soul Ring haben. Can I get some tangos, please? Thank you. Upsala. Und dann gehen wir hier in die Mitte. Oh, ich habe nicht mehr gesetzt rechtzeitig. Aber wird auch so schon. Ich sehe gerade im Twitch-Chat ein Sub-Hype für Stefan Reuter. Vielen Dank an Stefan Reuter für stand da gerade 17 Monate Abo. Das wäre praktisch verrückt. Da hast du praktisch schon abonniert, bevor ich überhaupt angefangen habe, Dota zu spielen. Bevor ich einen Computer hatte und als ich noch nicht mal volljährig war. 17 Monate, das ist ja ein bisschen arg lang. So. Unten ist der Faceless Void. Da ist die Mirana. Begin the murder fest. Soldier's fortune. So. Hab alles bekommen, was ich wollte. Und jetzt ist es super. Wie gesagt, auf Dire's Seite nicht ganz so cool wie auf Radiant's Seite. Wo man sich das Camp immer noch ganz gut stecken kann, aber naja. Mirana in der Mitte. Stimmt. Geht ja auch. Das ist ja ebenfalls möglich. So, mein Geld. Her mit meinem Geld. So, dann heilen wir uns einmal. Und dann kommt die Creep Waifu dann hier schon von alleine nach vorne. So. Und Soul Ring. Bisschen Damage. Die beiden nicht bekommen. So, mal her mit dem Soul Ring. Dann kann man das nämlich schön spammen. Wie es sich gehört. That stuff burns. Allerdings. So. Gleich ein bisschen Damage austeilen. Ein noch Essen davon. So, erstmal lieber die garantierten das garantierte Einnahmen mitnehmen, dann nach unten gehen. Mal gucken, ob ich da schon was bekomme. Bounty wird. Fuck, nun sich bitte, wenn sie die Runen dann schon kontrollieren. Da die Mirana oben schon los war, bin ich dann lieber runtergegangen. Wie gesagt, das war der sichere. Sehr schön.
Aha. Bringen wir dann doch mal uns was mit. So, jetzt darf ich vielleicht den Kurier haben. Ja. Ah, kein richtiges Glück gehabt. Das werde ich gleich nochmal nutzen. So. So, die Range mal rausnehmen. Und dann schaue ich gleich mal oben zur Rune. Nice. Knäppchen. Ausgewichen, Bounty-Rune bekommen. Alles super. So. Kann ich mich gleich ein bisschen um dann die um das hier kümmern. So, Helm auf einen Will, her damit. Sven in der Mitte, aha. Schmeißen wir ruhig den Ulti gleich an. Kommt mal mit. So, bleibt mal gleich hier. Die noch gestackt. Komme ich hier gleich nochmal vorbei. In der Mitte ist gerade die Creep Wave da. Will ich davon noch nicht zu viel verpassen. Verpasse aber davon viel. Ah! Das verpasse ich sogar auch noch. Und dann mache ich erstmal mein Armlet gleich fertig. Jetzt decke ich mir meine Camps hier gleich nochmal. Vor allem das Camp. So, kommt mal her. Dann gehe ich mal wieder zur Mitte, mache mein Armlet fertig und dann farme ich die beiden Camps danach. Damit ich diesmal nicht so viel aus der Mitte verpasse. Weil ich mir erstmal selbst die Camps da gestackt habe. Na! Das knapp verpasst. Nach der 6 Minuten Rune habe ich gar nicht geschaut. Mirana ist aber unten. Invis. Einfach mal genommen. Ich glaube, unten die Rune ist nicht mehr da. So. So, dann kommen die nochmal rüber. Na, es könnte sein. Na, das passt nicht ganz, weil sie ja wieder durchgehen und zu früh wieder da sind. So, vor allem die Kleinen hier eben mal mitnehmen. So, und ab zurück zur Mitte. Jetzt habe ich auch mein Armlet fertig. Wir haben ein paar ganz okay Aghanim-Verbesserungen. Ja, ist mir auch relativ wurscht fast, ob sie mich trifft. Ich habe Regeneration genug.
Und dann schaue ich mal unten nach der Rune. Und kümmere mich dann gleich um die mit. Und dann wieder um den Jungle. Regeneration leider. Das ist ein bisschen Glückssache, was man genau bekommt. Okay, interessanter Ansatz von der Mirana. An der Stelle. Ups, da laufe ich rein. Naja. Ah, der Ulti läuft noch. Von daher. Relativ Wumpe. Sollen wir noch um die nächsten mitkommen? Na, ich hätte ein bisschen aber nach vorne das Acid Spray geben sollen. So, die. Eben mitnehmen hier. Dann gehe ich noch in den Jungle. Na gut. So, dann kommt man mit hier rüber. Na, die sind ranged. Laufen da nicht so gerne rein. Schneller. Hau, hau, hau. Die mal schnell verhauen, damit ich auch rechtzeitig zur Rune komme. Und dann brauche ich jetzt nichts, das ist Radiance. 3-3 steht's. Läuft das ganz okay, Mirana ist unten. Ey, es kann alles nicht wahr sein. Ich krieg keine Bounty-Runen. Erstmal eben weg. Okay. Wollt sie mal etwa die Creeps denn ein? Die Sau. So, ich stecke noch die beiden Camps. Mit den Illusions noch. Habe ich noch was davon? Was habe ich mit dem gemacht? Ich bin doch mit dem eigentlich nach oben gegangen. Nee, er ist wieder zurückgegangen. Okay, das sollte eigentlich nicht sein. Kloppen wir uns hier mal das Camp zusammen. Dann noch schnell das andere Camp. Und dann kann ich mir die 12-Minuten-Rune hoffentlich holen. Schneller, 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 schneller und noch ein. Danke sehr. Und das Camp kann ich mir noch stacken. Kommt die Mirana, muss ein bisschen aufpassen. Leider kein Glück. Mit den Bounty-Runen. Echt zum Heulen. Es ist zum verrückt werden. So, das wenigstens eingesammelt. Dann stacke ich mir wieder mal das Camp hier. Wäre ganz cool, wenn meine Support-Kollegen ein bisschen stacken könnten.
Aber darf man auch nicht zu viel erwarten. Ja, wenn ich das gut, wenn ich sie durchballe, muss ich mal aufpassen. Dann können sie oft ein bisschen sogar zu früh zurückgehen. Wenn ich das halt kaputt mache, ich sollte es danach kaputt machen. Jetzt sind sie nämlich eine Sekunde zu früh, wieder da zurückzukommen. Hier hat es geklappt. Aber hier war es eine Sekunde zu früh. Oder ich muss jetzt ein bisschen später pullen. Einfach, wenn ich halt da den Baum wegnehme. So, kann ich den Kurier gleich mal holen. 4-5. Insgesamt läuft das doch. Schneller, schneller. Gas. Und dann kann ich ihn gleich mal hier rüberschicken fürs Radiance. Die habe ich jetzt ein bisschen verkackt durch das Einkaufen. Ja, sie kontrollieren alle Runen. Das ist ein bisschen das, was sie ganz gut machen. Als Reaktion hier auf den Alchemist. Sie kontrollieren die Runen ganz gut. Naja. In den letzten weiß ich gar nicht, wie viele Minuten keine Bounty-Rune bekommen. Die paar habe ich eigentlich auch früher losgehen können, aber insgesamt schicken sie immer welche zu den Runen. Wir machen das halt nicht. Aber naja, wie gesagt, ist auch okay. So, jetzt brauche ich nochmal eben ganz kurz. Okay, da kommt der Venomancer vorbei. Dann nehmen wir den mal. Die nehmen mal den Tower mit, Madame. Oder auch nicht. Ah, sehr schön. Die Mad-Golems sind super mit ihren kleinen Kollegen, die immer noch rauskommen. So soll das sein. Und als nächstes gibt es die Travels. Den schönen Farming-Bild. Einfach jetzt hier das Spiel gewinnen über mehr Gold, was wir haben, was ich dann auch in Aghanims verteilen kann. Gegen das Team wird BKB ziemlich wichtig sein. Oben den Magnus. Und die Bounty-Rune natürlich. Take it. Und die Haste-Rune, die Bounty-Rune, die meinte ich eigentlich nicht mit Take it. Naja, wurscht. In diesem Spiel ist eher dann auch HP gefragt, also Stats, eher noch als irgendwie irgendeine Art von, Ich war gerade abgelaufen. Hätte ich ein bisschen vorsichtiger sein müssen. Das war ein bisschen wieder so. Die sterben alle, ich wollte schnell vorbeikommen. Und dann war es ein bisschen zu spät. Da hätte ich aber einfach mehr aufpassen müssen mit dem Armlet, als ich nochmal gestunt wurde. Das ist auch schon mein Fehler. Nicht gut aufgepasst. Und etwas unnötig. Sowas sollte dann eher nicht passieren. Ein bisschen defensiver spielen müssen. Der Tower ist weg. Oben der Morphling. Nur so krass. Hä, warum morpht er denn nicht? Hätte er doch noch. Hätte er nicht noch morphen können und so?
kenne mich mit Morph immer nicht so aus, aber eigentlich hätte er doch noch morphen können, müssen, dürfen. Das ist sonst auch zumindest noch mein. So, wie sieht es denn oben mit der Rune aus? Eine Bounty-Rune. Du wirst bescheuert. Du wirst bescheuert. So. Also, als nächstes Manta-Style. Bisschen Split-Pushen, bisschen Farmen. Und dann Octarine Core. Die ganz großen Überraschungs-Items heute hier. So. Hatte ich gerade noch das Mana. Ups, was geht da? Oh, nice. Chrono daneben. Nice. Ja, so eine Chrono, die daneben geht. Kann schon ziemlich bitter sein. Armlet toggling like a super boss. Sauber. Läuft. Sollen wir mal zur 20-Minuten-Runde schauen? Go, go, go. Danke. Oh, weg hier. Soll ich mal kurz meinen Manta-Style fertig machen? Und das läuft insgesamt hier ganz hervorragend. So, dann stacke ich mir das gleich mal hier. Wenn ich zu nah rangehe, ich nicht aus Versehen schon stacke mit der Aura. So, kommt mal mit. Ich glaube, ich gehe noch ein bisschen zu früh zurück. Okay, so mal nach oben. So, erstmal hier noch den Ultimate Orb einsammeln. Mal das hier verkaufen. So. Ja, mit dem Kurier. Und Octarine Core und Hard. Von dem, also und BKB. Das sind so die Sachen. Alle missing. Double damage. It's not time yet. Bottom tower being attacked. So. Obwohl, den schicke ich mal hier hin. Not yet.
So, die stacke ich mal gar nicht. Bei dem komme ich zu spät. Wahrscheinlich. 58, 59, oh, das könnte ganz knapp noch geklappt haben. Ja, hat noch geklappt. Sehr schön. Das auch noch geklappt. Läuft doch. So, und für den Manfight haben wir den Morphling. Ich kann Split pushen und farmen. Und das Spiel sollten wir eigentlich nicht mehr verlieren. Bisschen bitter mit dem Sand King, der einfach stumpf nicht mehr wegkam durch den Cooldown. So, Octarine Core als nächstes und dann Hard. Braucht bis jetzt noch keinen BKB groß. No! Bisschen zu schnell. Ist dann plötzlich weg gewesen. So, ich hole mir erstmal ein bisschen kurz mal meine Items. So, Octarine Core. Achso, habe ich schon fertig. Bestimmt, ich brauche gar kein Rezept. Ich dachte gerade, muss ein bisschen Platz machen und dann für das Rezept sorgen. Aber ne, wo ist denn der Faceless Void? Haben sie ein bisschen verkackt anscheinend. Noch selber gestunt. Na, ah, Repel. Nice. So. Zunächst einfach das Hard. Gut ist. Ein bisschen Regeneration mitnehmen. So, solange mein Ulti noch hält, bleiben wir noch hier. Zurückgehen jetzt. Haben wir jetzt ja eigentlich das meiste erreicht, was wir hier wollten an der Stelle. Ich hole mir mal kurz mein Hard. Dann sind sie ein bisschen lang geblieben anscheinend. Na, na! Wow! Nice! Da habe ich ein bisschen Glück mit dem Mischance von Radiance und ein bisschen Armlet Toggle Skill und dann hat es gereicht.
Bitte kauf Rüstung, schreibt Samtu. Ja, Rüstung ist in dem Spiel aber ziemlich. Eigentlich ist Rüstung fast nur gegen Faceless Void gut und ein bisschen gegen Sven, wenn er mich natürlich fokust, aber ansonsten ist es halt so mittel. Also Rüstung ist schon nicht schlecht, aber ich finde gerade, die haben so viel Magic Damage auch, also extrem viel Magic Damage, dass einfach stumpfe AP auch nicht schlecht sind. Mag ich in diesem Fall sogar lieber, weil ich habe auch 15 Rüstung, was jetzt nicht so wenig ist dann mit dem AC, was wir schon dabei haben. Ist jetzt nicht so schlecht. Ich mag dann lieber die Regeneration tatsächlich. So, als nächstes gibt es dann die Aghanims. Sand. Nein. Na egal. So. Nee, jetzt falsch. Das wusste ich doch. So, kann ich es noch verkaufen? Erstmal das Hart fertig machen und herbringen. So. Samtu mein 3 HP reicht gegen die Nukes. Ja, ist schon nicht schlecht, aber ist auch die Regen richtig 5. Ja, ist beides okay. Ich habe mehr, insgesamt mehr Damage mit den Nukes. Natürlich, wenn der Sven direkt auf mich geht. Ich habe auch ein bisschen Evasion. Wahrscheinlich Geschmackssache. Sauber. Bisschen angekackt. Na gut, Aghanims gibt es jetzt nicht mehr so viel. Der Sven findet es nicht witzig, dass er so oft hier gemisst hat, weil ich daneben stand mit meinem Radiant. Ja, aber ich dachte, das Aghanims werde ich jetzt nicht mehr verteilen, großartig, weil. Ja, wir eigentlich jetzt eh schon in der Base stehen, jetzt einfach stumpf beenden jetzt. Machen noch ein paar Gebäude mit hinüber. Nein! Tja, Note! Wäre insgesamt schöner gewesen auf Radiant-Seite, kann man das Camp noch leichter stacken und ein paar Sachen machen. Aber ansonsten, wenn man halt Freefarm auf dem Alchemist hat, läuft es meistens ganz gut. Kann man jetzt nicht so viel verkehrt machen. Wäre noch ein bisschen besser gewesen, es gab so eine Phase, wo ich keine Bounty-Rune bekommen habe. Entweder weil ich immer bei der falschen Rune war, oder weil sie halt zu zweit oder mit den Supports noch mehr die Runen kontrolliert haben. Da hätte man sicherlich noch ein bisschen mehr rausholen können, wenn wir das besser gemacht hätten als Team, aber wir haben ja die Laning Phase gut überstanden und ich hatte gut gefarmt, von daher hat es dann einfach trotzdem auch so gut gepasst.